moin und herzlich willkommen zu diesem Video! Ausnahmsweise mal nicht am Computer, nein. Ich bin in Vitos Zimmerchen. Da hinten, das soll irgendwann mal unsere Fanartwand werden. Zwei Sachen sind schon da. Ich bin sehr stolz drauf. Aber darum geht es heute nicht. Heute geht es um ein Thema, das sehr, sehr viele von euch beschäftigt. Heute vor einem Jahr kam nämlich das letzte Video von Henrys Geheimnis raus. Und ich bekomme immer noch täglich Fragen aller. Wann geht's mit Henry weiter? Du sag mal, Valkyria, du hast doch gesagt, es gibt eine Fortsetzung. Wann macht B-Move die Fortsetzung? Valkyria, wann geht's mit Henry weiter? Ich muss euch sagen, ich weiß es nicht. Ich bin genauso klug wie ihr. Obwohl ich sagen muss, dass ich gerne so eine Allwissenheit hätte, aber die habe ich leider nicht. Jedenfalls habe ich B-Move angeschrieben und die Antwort war nicht wirklich das, was ich mir erhofft habe. Also riesengroße Fragezeichen, aber seht selbst. Hallo Valkyria. Leider können wir dir derzeit keine genauere Auskunft zum Projekt Henrys Geheimnis geben. Sobald es diesbezüglich jedoch Neuigkeiten geben sollte, werden wir diese auf den sozialen Netzwerken verkünden und fordern dich dazu auf, dich zu dem Zeitpunkt gern noch einmal bei uns zu melden. Wir bedanken uns dennoch für dein Interesse und entschuldigen uns, dass wir derzeit nicht mehr für dich tun können. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Team B-Move. Ja. Also, was lernen wir aus dieser Nachricht? Erstens, es ist wahrscheinlich, dass eine Fortsetzung geplant ist. Ja. Zweitens, B-Move kann derzeit leider keine Auskünfte drüber geben. Was bedeutet, es bringt nichts, B-Move anzuschreiben, es bringt nichts, unter sämtlichen Facebook-Kommentaren oder Seiten, sei es Rita Morris, sei es Eldaria, sei es Moonlight Lovers drunter zu schreiben, ey, B-Move, wann geht's eigentlich mit Henry weiter? Das macht diesen Arbeitsprozess nicht wirklich kürzer. Ne? Und ich weiß es halt leider auch nicht. Also wie gesagt, ich bekomme wirklich täglich Nachrichten von Zuschauern. Und mittlerweile muss ich wirklich schon die Copy-Paste-Funktion nehmen, weil die Antwort bleibt halt immer dieselbe. Wir können nur warten. Also Tee trinken und abwarten, Freunde. Aber welche Seiten hat B-Move gemeint, als es hieß Social Media folgen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens, ihr könnt auf die offizielle B-Move-Seite gehen. B-Move.de. Zweitens, wir können regelmäßig auf die Facebook-Seite von Henrys Geheimnis gehen und gucken, ob es irgendwelche Neuigkeiten gibt. Das wäre dann diese hier, auf der schon lange nichts mehr passiert ist. Leider. Drittens, Nin Le, die Entwicklerin, Storytellerin, Zeichnerin von Henrys Geheimnis, hat eine Instagram-Seite. Die kann man natürlich auch öfter mal aufsuchen und gucken, ob es Neuigkeiten gibt. Zum Beispiel hier ein Bild, wo sie sich mit Charlie Zahona getroffen hat. Das ist der Kerl, der Jay seine Gesangsstimme geliehen hat. Also könnte man da natürlich spekulieren. Treffen sie sich gerade zu einer Fortsetzung oder einfach so? Sind sie einfach Freunde, oder? Spekulationen über Spekulationen, ich kann euch leider auch nicht weiterhelfen. Also, gucken wir weiter auf die sozialen Netzwerke. Wir gucken weiter bei Henrys Geheimnis, spielen vielleicht andere Spiele. Ich denke mal, dass B-Move sich momentan eher auf den Release von Moonlight Lovers konzentriert und natürlich auch noch auf die Fortsetzung von Eldaria und Speeder Morris. Also Freunde, bleibt stark. Ich bleibe es auch. Und ich hoffe, dass ich damit zumindest bei der deutschen Community ein bisschen die Fragerei eindämmen kann, wann es weitergeht, ob es weitergeht und so weiter. Ich denke mal, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Ansonsten würde B-Move nicht sagen, wir sollen die sozialen Medien verfolgen, sondern dann hätten sie gesagt, Henry ist abgeschlossen und da braucht ihr auf gar nichts mehr warten. Also ich denke mal, die Hoffnung ist definitiv da. Das haben wir ja schon nach Kapitel 11 herausgefunden. Dass Hoffnung besteht, also Leute, bleibt stark. Und in diesem Moment kann ich ja noch mal ein bisschen Schleichwerbung machen, weil es gibt nicht nur Henrys Geheimnis auf diesem Kanal. Also haut da rein, wenn es irgendwelche Fragen gibt.
die jetzt nicht unbedingt mit dem Release zusammenhängen. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, sobald irgendetwas in den sozialen Netzwerken erscheint. Also, bis dahin, Schnitzelmama over and out.